Ich hoffe, sie ist zumindest besser. Wir starten auch direkt die Aufnahme. So, oder sollen wir noch mal ein bisschen mit der. Ich glaube, die Musik drehen wir noch mal ein bisschen runter, ne? Wie leise. Ich glaube, das ist besser, oder? Als Musik. Dürftet mich verstehen, ne? Ah, jetzt ist besser. Ah, geht doch. So. So. Das Ganze ist so ähnlich wie Lost Castle, was ja auch übrigens sehr lustig ist. Müssen wir bei Gelegenheit auch mal wieder spielen. Habe ich auch mal wieder Lust drauf. Da haben wir jetzt Never Alone durch. Das heißt, es ist Zeit für was anderes. Oh, Inhalte runterladen. Kann man da was runterladen? Jo, kostet. Oh mein Gott, ich kann den Pink Knight Pack oder den Blacksmith Pack. Es gibt noch zwei weitere Charaktere. Ist ja lustig. Aber ich schau mal gerade Optionen, Einstellungen. Spieleinstellung. Guckt euch diese. Mehr geht nicht. Ah, da. Gib mir mal bitte eine vernünftige Auslösung. Vollbild ein, Letterbox ein. Ah, guck mal. Eine große Auflösung. Du hast ja leider keine Freunde, keine Freude für Two Brothers. Nein, habe ich nicht vergessen. Two Brothers habe ich mir schon auf die Liste gepackt. Sollte das auf jeden Fall mal irgendwo günstig sein. Ich habe aber auch noch nicht gezielt nach dem Key gesucht. Werde ich das anspielen? Leni hat mir das ja zugespielt. Two Brothers sah ganz nett aus. Okay. Ah, okay. Ich bin gerade nicht sicher. Arena? Huch, Hilfe. Ich will das doch eigentlich nur spielen. Castle Crasher. Ich glaube, wir müssen einfach das Castle Crasher spielen. So. Also ich habe die Wahl zwischen welchen ich nehme. Ich glaube, das ist Blitz, das ist Gift, das ist Feuer und das Eis. Und wie wir alle wissen, es gibt nichts Geileres als Eis. Ach, guck mal. Genauso wie man mich kennt. Schön am Moschen. Sestrix, ich habe gesehen, dass du mir geschrieben hast, aber ich habe es jetzt leider nicht genau gesehen. Ups. Ach, Junge, bist schlimm. Ja. Dankeschön schon mal dafür. So wie man mich kennt. Ah, guck mal, hier lade ich irgendwas auf oder so. Oh, ich kann blocken. Und um mich hauen. Oh, geil. Irgendwas kaputt machen kann ich gut. Ihr habt gesehen, so wie ich leib und lebe. Sag mal, was willst du von mir? Kann dir mehr über Tierkugeln erzählen. Tierkugeln bieten verschiedene Bonus und Verbesserungen. Mit einer Tierkugel anfreundest, werden sie dir loyal folgen. Super. Habt ihr gesehen, wie ich hart gefeiert habe? Ich stand da schön mitten im Zentrum und habe den fetten Moshpit erstmal bedient. Oh Gott, hier ist ja richtig die Hölle los. Ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe, muss ich dazu sagen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Drück den rechten oberen Langfinger, um dein Inventar ein- und auszublenden. Drücke W, um Gegenstand zu benutzen. Ah, okay. Wie meine Magie benutzt. Ja, wie benutze ich meine Magie? Ich sollte den rechten Trigger halten. Ah, okay. Alles klar. Ah! 100%. Jawohl. Ich mag es mit Eis rum mich zu hauen. Du weißt doch nicht mal für welches Spiel? Wie geil ist das denn, Cestrix? Ja, Maro, schön, dass du reingeschaut hast. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Die Grundlagen des Kämpfen. Drücke X für einen schnellen Angriff. Sehr schnell. Y für einen schweren. Und A für Springen. Gedrückt halten, linker Trigger, um zu blocken. Juhu! Yeah! Ja. Alles klar, kann ich. Kann das auch springen? Ah, guck mal hier, ohne. Oh, schade. Nee, okay. Alles klar. Haben wir direkt versohlt den Lump. Hoch geht's. Raus nach draußen. In die freie Welt. Hauen wir jemanden auf eine Nuss. Ein böser Zauberer mit einem
Monolithen? Einen schwebenden Monolithen. Ja, ja, der König ist böse und ich soll ihn verdreschen. Ist okay. Kriegen wir hin. Wie gesagt, das Tolle ist, das Spiel kann man mit mehreren Leuten spielen. Samus, was hat er gesagt? Oh Mist, der ist ja weg. Ja. Wir nehmen einen Zauberstab in die Hand und ruppeln ihn. Ach, oh, das sind Zivilisten. Oh ja, warte mal. Haha! Gold, 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 Gold ist super. Arschloch, Arschloch. Stirb! Den Fort. So, okay. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Aha! Also man ist zumindest agiler als in Lost Castle, aber... Ich wollte gerade blocken, ne? Ja, Schlöcher. So. Jetzt geht's aber hier auf Muppe, meine Freunde. Fort. Ah, Leben. Leben ist super. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie Secrets oder geheime Dinge gibt. Müsstet ihr mir... Oh mein Gott, er entführt Prinzessin. Zernichten. Boah, das mache ich am liebsten. Zernichten ist übrigens besser als vernichten oder zerstören, weil es ist beides zusammen. Es wird zernichtet. Scheiß Bogenschütze, hinfort mit dir. Oh, Heilung. Heilung nehmen wir gerne. Ich habe irgendjemanden geköpft. Köpfen ist super. Zernichtung. Zernichtung. Ja. Zernichtung! Und fort! Haut um, die Lumpen! Hast hier nichts zu melden, ja? Voll! Wieder lebt noch einer. Ah, Geld. Geld ist super. Ich glaube, man kann hier leveln. Ich bin aber nicht ganz sicher. Alles klar, es wird nach meiner Hilfe gerufen. Superfugler! Incoming! Hier. Yeah. Nichts für laue Lumpen, meine Freunde. Was? Ein Bogen? Oh, ich habe keine Ahnung, was war, aber es war groß und es hat mir Geld gegeben. Kann ich Skills kaufen oder? Ich weiß nicht, da hat sicherlich Spaß. Ich eher, dass ich gespielt habe. Oh mein Gott, Blupsi Wupsi, Dankeschön. Schön, dass du reingeschaut hast. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber vielen Dank. Kaufen was, ja? Oh, was will ich denn kaufen? Ach, hier kann ich das dann sehen. Okay, es hat ein weniger Stärke, aber ein Defense mehr und ich glaube, das Häschen müsste Geschwindigkeit sein, ne? Aber ganz ehrlich, das ist mir einfach zu wenig, ne? Da behalte ich mein Geld. Kloppen wir jetzt einfach mit dem Scheiß, den wir haben, um uns. Eigentlich schade, dass ich nur sowas machen kann. Habe ich jetzt den Heiltrank umsonst benutzt? Nein, ich habe den Heiltrank benutzt. Guck, war ich direkt abgelenkt vom Follow. wow, ich kann nach links oder rechts? Bergfried, Heimatschloss. Da komme ich also her. Ein Schmied ist hier und hier ist Arena. Gehen wir noch mal beim Schmieden rein. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Ich weiß nicht was, aber ich finde es gut. Oh, guck mal hier. Was habe ich hier? Kann ich da was machen? Los, mach auf! Mach auf, du Lump! Ich habe keine Zeit! Schwester, ich will malen. Schreib mir was hier. Komm, irgendwofür muss doch gut sein. Na, Bock auf einen Eispickel? Oder doch von vorne? Ich bin so ein schlimmer Junge. Das nennt man Kompass. Scheiß Rebellenkram. Es könnte sein, dass ich hier wahrscheinlich meine Tiere sammle. Würde ich jetzt spontan behaupten. Die haben mir am Anfang irgendwas von Tieren gesagt. Guck mal hier, da. Los, mach die Tür auf. Ich habe keine Zeit für lumpigen Lumpen. Scheiß. Ach, guck mal, da oben ist eine Katze. Ich will die Katze. Gib mir die Katze. Oben links seht ihr die? Da ist eine Katze. Ich will die Katze. Gib mir die Katze. Juhu! Alles klar. Jungs, wer ist eine Dame, hä? Verwirr mich nicht! Oh mein Gott! Ich will da... Will ich in diesen Frosch?
Ah, hier sind Waffen. Aha. Ah, okay, alle Waffen, die ich also finde. Oh mein Gott. Naja, natürlich will ich die Axt. Gut, ja, plus ein Stärke. Achso, sieht die echt stylisch aus. Nee. Ah, also hier bewahre ich Waffen auf. Alter, was für eine. Ich meine, das ist eine Kröte. Genau, das ist eine riesige Kröte, ne? Verdammte Scheiße. Gibt es hier auch irgendwo eine Katze am Ende? Ich hoffe, nee. Ich hoffe. Ach, die. So lustig, guck mal, die Fußspuren, die ich hinterlasse, ne? Ich meine, ich laufe im Darm einer Kröte rum. Alarm im Darm, sozusagen. Sehr lustig ist übrigens das Item, den Heiltrank, den ich oben hatte, links. Da steht jetzt Nada, wie nicht anwesend. Finde ich ja sehr süß. So, toll. Also, ach, das Ding hat generell Stärke plus 1. Damit kloppe ich jetzt rum. Ach, Magie plus 1 hat der. Und der hat Stärke plus 1. Naja, dadurch, dass ich Magie noch nicht so häufig einsetze. Geschwindigkeit. Ne, wir nehmen erstmal Stärke. Sieht auch stylisch schöner aus, so eine doppelspaltende Axt. Kann ich mit dir irgendwie reden? Ne, kann ich auch nicht. Toll. Wofür bist du überhaupt gut, Schmied? Gehen wir mal hinaus in die Welt, und zwar in den Barbarenkrieg. Statistik. Ah. Okay, hier kann ich irgendwie leveln. Magische Energie, Nachladen, Schaden, Gesundheit, Geschwindigkeit, Bogenschießen. Ja, nö. Muss weiter trinken. Doch, doch. Zur ABC-Gerülpst. Ja, dann, ach, gehen wir. Gehen wir doch einfach hier in den Barbarenkrieg. Was soll der Scheiß denn? Oh mein Gott, ich habe eine neue Combo. Ah. Oh ja, Baby. In der neue Combo. Yeah, Combo. Ja. Jawohl. Friss das. Irrenloses Monster. Ich habe keine Zeit für noch Lumpen. Alle aufs Maul. Weglaufen. Weglaufen gibt's nicht. Lump. Nee, ich will da nicht mit. Ich will da hoch. Komm ich da hoch? Scheiße. Die Stealth. Hier, Eis, Junge. Ich habe keine Zeit für euch Lumpen. In Fort mit euch. Aber mal ganz ehrlich, ne? Die Barbaren sind ja auch schon mal so ein bisschen doof. Hörst du auf, mich zu hauen? Ich habe übrigens bisher wenig geblockt, stelle ich fest, ne? Gibt's hier irgendwas? Nein, 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 nein. Oh, scheißegal. Ja. Aha! Ah, geköpft. Geköpfte Gegner sind mir irgendwie die Liebsten. Übrigens, könnten wir mal, wenn wir mal wieder einen vollen Chat haben, könnten wir nochmal Chivalry spielen. Das fällt mir gerade ein. Geköpft, wenn ich das hier wieder sehe. Ach, genau. Weg mit dem Lump. Schmeiß ihn hin. Bogen, was? Fick dich. Mit Bogen nach deiner Mama werfen, aber nicht mit mir. Hier. Steh auf und spür meine Klinge. Lump. Ah, oh, scheiß Kollenputzi. So. Ey, ich mach doch. Ich mach schon einen Schaden mehr, ne? Die werden auch mal zäher, die Bastarde. Und ich sollte sie mal häufiger einfrieren. Hier. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich recht witzig, wenn dann so drei, vier Leute rumlaufen. Ich hab einen Bogen, ich hab einen Bogen. Ich will keinen Bogen. Gib mir mehr Nahkampfwaffen. Bin ich der Typ für Bögen. Schießen die schon nach mir, ihr Schweinepriester. Ich habe keine Ahnung, ob der Loot mal verschwindet. Warum muss man mal schnell hinterher? Ha! Bogenschuss! Das habt ihr verdient. Alle. Gerade du mit deiner hässlichen Kapuze, die aussieht wie ein verunstalteter Darm. Anusgesicht. Oh, Heilung. Yeah! Heilung! So. Hinfort. Besorgt ist jetzt so richtig, mein junger Freund. Geschmissen habe ich ihn auch noch. Wie fühlt es sich an, so gegangrampt zu werden? Ich bin die Gang.
Was, was, was? C, C? Was? Wie C? Achso. Ah! Jetzt graff ich's. Bei Chivalry, ne? Bummi, das meinst du. Das C. Ganz wichtig. Reaminier nicht. Ah! Lumpenputz. Mit deiner scheiß Flagge kannst du nochmal zu Hause bleiben. Ja, wir haben übrigens Never Alone durch, Bummi. Full Level Up. Ich werde hier die ganze Zeit von so Viechern genackt. Hallo. Weg mit dir. Was, 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 was? Jetzt wollen wir mal wieder raffen, was ihr da geschreibt habt. Hä? Ich hab's immer noch nicht gesehen. Ich raff es gerade nicht. Wie zäh. Ärgert mich nicht. Worum geht's? Hier. Kann jemand, der reanimiert wird, ein Eiscocktail ins Gesicht drücken? Dass man nicht alles sieht, meist ein leeres Bild. Ach, hier. Oh. Okay. Strange. Warum ist das Bild denn so abgehakt? Das wundert mich jetzt gerade. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Danke. Komisch. Ja, danke für die Info. Ich hab's einfach nicht kleiner gezogen. Ja, aber normalerweise ist es ja schon passend. Aber jetzt seht ihr alles. Ah, there we go. Ja, ich war voll konzentriert. Natürlich beim Spielen. Danke für die Info. Einfach nur so lange meckern, bis ich was registriere. Okay, ich habe hier irgendwas, was... Ja. Und jetzt? Der Loot verschwindet wirklich. Geld. Brauch mehr Waffen. Oh yeah, Baby. Oh, weg, 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 weg. Stinkst. Ja. Hier, Rettungsrolle. Gib sie, Junge. Immer deine Mama kann ich retten. Direkt in die Hände, der Bull. Die sich von den Stirben. Ein grausamen Tod. Falsches Bockgedöns. So. Ah. Was? Er hat noch nie CNC gezockt? Was? Command & Conquer oder worum geht's gerade? Ne, Castle Crasher. Doch, einmal irgendwann mal trunken beim Kollegen auf, ich glaube, der PlayStation oder war, nee, war Microsoft auf der Xbox, meine ich. Ah, ewig her. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist ein schönes Multiplayer-Spiel eigentlich. Wer Bock hat, kann direkt mit einsteigen. Alternativ hatte ich auch noch Broforce im Angebot, aber das hatte auch keiner. Also habe ich gedacht, jo, okay. Spielen wir erstmal Castle Crasher an. Weil ich hätte einfach mal Bock drauf, Castle Crasher oder Broforce im Multiplayer zu spielen. Boah, noch mehr solcher Lumpen. Ja, einfach mal geworfen.
wozu ein Gegner versohlen, wenn ich ihn werfen kann? Ja, genau so sieht's aus. So, Magie, spür sie! Oh, was? Was? Sprint? Explosivsturm? Geh weg, Bild. Seh nichts. Oh, da sprinte ich. Okay. Oh, das gefällt mir. Oh, nice. Also, zumindest. Sauer, immer direkt ins Gesicht. Oh, Heilung. So, Sprint. Bricht oft ab. Schon mal binden getestet. No way. Naja, bisher sieht. Also, ja, gut, wir spielen es ja nicht zusammen, aber bisher sieht das ja. Bisher sieht es ja sehr solide aus. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zusammenspielt, aber. Komm her, Muschi. Aber so benutze ich den Bogen. Habe ich fast vergessen. Reingeprügelt. Einfach trocken. Braucht man manchmal einfach kein Vorspiel. Einfach direkt den Kolben reindrücken hier. Hier. Das kann ich auch, Arschloch. Oh, da hat er mir die Keule ins Gesicht gedrückt. Speedrunners. Habe ich übrigens letztes Mal gesehen. Ich war nicht ganz schlüssig, Speedrunners. Okay, irgendwas ist hier. Ich habe noch keine Ahnung, was. Hier sind die drei von mir zu rettenden Jungfrauen. Vier, Entschuldigung. Eine ist das Gesicht vollkommen. Wandert vor. Okay. Der sieht grimmig aus. Wieso habe ich genau so etwas befürchtet? Ja, nee, ist klar. Technik. Bleib einfach hinter die Arschloch. Wer hat eigentlich den kleinen Putzi eingeladen, dass er meinte, mit den großen spielen zu müssen? Oh, Heilung. Was? Diese werden meine Jungfrauen geführt. Das sind meine Jungfrauen. Ich habe hart dafür trainiert. Eigentlich gar nicht. Aber es sind meine Jungfrauen. Niemand führt meine Jungfrauen, ohne mir Bescheid zu geben. Stirb, du Lump. Die Heilung. Oh, das war keine Heilung. Das war ein mächtiger Rüst. Da hat man seine eigenen Leute aufs Korn genommen. Ah, weg da, weg da, weg da. Gut, in ewigen Jagdrunde mit dir. Lump. Geld, Knochen, Loot. Oh yeah, Baby. Oh, shit, 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 shit. Ich will's alles haben, ich will's alles haben. Oh, Rubine, 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 Rubine. Ich will alles haben, ich will alles haben. Oh, schnell, schnell, bevor Loot flieht. So, eine haben wir. Oh yeah, Baby. Kills. So, was habt ihr Schönes geschrieben? Speedrunners FTW. Da schreit ihr wieder rum. Das war bei Rocket League nicht anders. Oh ja, aber Rocket League war ganz cool. Oh, guck mal hier. Charming Googler. Oh, neuer Charakter freigeschaltet.
Seit Rambo der Ritterzeit. Ja, Minimum. Ja, ich finde, also erstmal Magie ganz sinnvoll. Oh, ich kann da nicht so viel, ne? Mehr Stärke und mehr Magie. Obwohl, na, mehr Gesundheit ist auch ganz wichtig. Nee, hier ist irgendwie so ein Strich. Das scheint zumindest wichtig zu sein. Okay, weiter. Neuer Zauber. RMB Plus. So. Kann ich jetzt beim Schmied hier irgendwas kaufen? Nee, der bewahrt nur auf, ne? Ja, ich glaube auch. Tiere habe ich auch nicht. Toll. Warum nicht? Heimatschloss, warte mal. Heimatschloss, da gab's doch... Gab's da nicht so ein... Ein Fuzzi? Oh, nee, ernsthaft? Jetzt kommen die schon wieder? Oh, sorry, Leute. Das wusste ich nicht. Ah, oh, geil. Drei. Das ist, oh, das ist natürlich noch viel geiler. Hm, nice. Eiskräfte FTW. Ich hab hier mal. Oh yeah, Baby. Also, das gefällt mir. Möchte ich spontan mal so behaupten. Ja, komm. Beweg dich. Ja, ich habe gedacht, schade. Kann das wegdrücken. Los, mach die Tür auf. Beheaded. Na ja, gut, ich hatte ja eigentlich nur gehofft gehabt, dass ich den Typen da bekomme vom Store, dass ich mir vielleicht eine neue Waffe hätte kaufen können. Aber Glück sei mir nicht gegönnt. Rums. So, hier und Geld. Geld ist immer gut. CC ist doch eigentlich Choice Chamber. Ja. Ja, guck. Ja, nee, hier habe ich nur wieder den Heiltrank und die Waffe. Ach, scheiße. Komme ich hier wieder aus dem Schloss raus? Ah, zurück zur Karte. Bist du sicher? Du verlierst den ungespeicherten Vorgang. Nein. Das ist doof. Ach, dann renne ich hier gerade nochmal durch. Oh, ich habe ein Level Up. Da geht in Stärke. So. Das habe ich gerade platt gemacht. Jetzt die Frage, gehe ich hoch oder gehe ich rechts? Gehe ich zum Dock oder gehe ich nach oben? Was meint ihr? Ja, ich habe das Spiel bisher nur irgendwann mal rotzenvoll beim Kollegen damals gespielt gehabt. Poro ist übrigens keine gültige Antwort, möchte ich sagen. Wenn ich sage, nach oben oder nach rechts, ist Poro keine legitime Antwort. Und Bumerang. Ihr wisst schon, dass ihr mich gerade hier verwirrt. Oder? Also. Na, wie sieht's aus? Hoch oder rechts? Oh, das war nicht Statistik. Hier ist Statistik. Aha. Ich habe nicht all meine Punkte verwendet. Oh. Eigentlich ist das ganz geil, wenn ich das hier hochbaue. Aber wir setzen erstmal oben. Alles klar. Wenigstens mal eine Ansage hier. Zweimal oben. Danke. Geld. Geld ist gut. Ah, hier Arsch. Oh mein Gott. Kann ich auf das Ding hier? Ja! Alles klar. Boah, die vermöbel ich jetzt so. Das ist mein Vieh. Runter da. Oh yeah, Baby. Fällt mir. Der kann beißen. Nee, wie geil. Ei, ei, oh. Das Stöhnen hat mich gerade etwas angemacht, glaube ich. Nein, die haben mein Ding runtergeschlagen.
Der Typ ist nicht nett. So. Nein, 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 nein. Spiel, was machst du? Warum? Nein, der tötet mich noch. Ich will nicht getötet werden. Nein. Bugler, ne, das war jetzt Rache. Arschloch. So. Ja, Schrecker. Rest. Rest. Oh, Rubin. Hunger, 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 Hunger. Nein, ich wollte das Geld haben. So, eins. Cedric, du kommst zwar spät mit den Zählen, aber okay. Also, wir hauen jetzt erstmal alles klein und drüber, was außer dem dicken Fussi ist. Das geht gut, weil ihr seht ja, wie wir uns liebevoll die Fuzzis dann zurechtschlagen. Nein! Hörst du auf, mich anzuwerfen? Du dummes Arschloch! So. Oh ja. So. Jetzt machen wir es einfach so, wie es... Nein, das auf mich zu werfen. Ich will nicht schon wieder sterben. Einfach vielleicht weiterhin. Magie kann ich darauf nicht benutzen, okay? So, dann muss ich es halt so machen. Ja! Ich habe kaputt gehauen. Oh, Level up, das ist super. Toll. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Puh. Nee, nix second is the coming, Junge. Geh nach Hause. Oh ja, ein Apfel. Kann ich eigentlich hier mittendrin schon meinen Level? Nee, kann ich nicht. Muss ich mir die Karte verlassen. Alles klar. So, wir kloppen einfach erstmal alles nieder, was nicht nied- und nagelfest ist. So, wo sind die dicken Dinger? Womit konnte ich nochmal essen? Ah, da. Schwulen kleinen Pitzviecher, Anusse, Gesichtermützen, Himmelficken. Ich werde hier schon wieder ausreißen. Kaponga! Das ist wiederum sehr witzig. Da habe ich tatsächlich Spaß dran. Geldsack. So, und? Habe ich alles richtig gemacht. Bin stolz auf mich. Also, wenn man damit viermal durch Bildschirm dreht, ich glaube, das ist recht witzig. Ich gehe davon aus, dass dann auch mehr Gegner da sind. Irgendwas pfeift da eine Melodie. Nein, der hat mich runtergeschubst. Runter vor meinem Dino. Das ist mein Dino. Ich bin der Präsident. Irgendwas hat er geldtechnisch. Ja, das Spiel macht echt tatsächlich Spaß. Ich bin begeistert.
Aber ich will da oben hin. Hier, guck mal, da ist irgendwas. Oh, ich hab Tierinfo. Besuch mich für Tierinfo. Was macht das Ding? Oh, es hat mir irgendwie Leben besorgt. Es hat gepfiffen. Und es hat mir Leben besorgt. Ich mag dich. So. Was? Wo ist mein Dino? Nochmal einen eisigen Tod geschickt. Kann ich hier die Dinger kaputt machen? Ja, schade. Sind die Tiere? Ich weiß ja nicht, wer das schon gespielt hat. Der Vogel hat mich angeschissen. Warum tut er das? Hilfe! Er hat sich totgeschissen? Lustig. Sehe ich alle Tiere? Ja, ehrlich, die Tüte stört voll zweideutig. Weiß einer bei Castle Crasher, ob zufällig alle Tiere, die ich so finden kann, auch diese komische Melodie irgendwie haben? Oder machen die auf sich aufmerksam? Das ist doch eine Finte, sag ich doch. So, hier, guck mal, der ist doch irgendwas. Ich will dahin. Das ist doch voll auffällig. Könnt mir mal hier weitergeben, was das ist? Das Spiel ist so Asbach, ne? Ich hab's nie gespielt. Ich muss gleich kaputt machen. Alles klar, ihr dumm. Ja, vom Feinsten. Alter, das wird aber. Oh, jetzt kriegen wir eine Waffe. Irgendwas, irgendwas, ich muss wissen. Oh ja, Baby. Das habe ich aber schon. Nee, warte mal, ich habe eine E-Waffe. Aber. Hey, ihr verfickten. Null. Hau ich mit einem großen Hammer auf euch und dann. Scheiß Bogenfuzzis. Ab Ehre und kommt in Nahkampf, wie sie es gehört. Sterbt an einem Hackhammer. Oh, geht doch. So, jetzt möchte ich das nochmal wissen. Kann mir mal einer sagen, ob diese Tiere, die ich hier habe, ob die sich irgendwie von alleine bemerkbar machen? Oder ob ich da irgendwas machen muss? Hier, guck mal da. Ne, das gehört nicht. LOL. Das Ding hat einen Scheißantrieb gehabt. Kackendes Reh. Wie geil ist das denn bitte? Aber mein Leben, wie sieht das aus? Das ist jetzt natürlich nice, ne? Okay. Ach, guck mal, da ist so ein Tier. Oh ja, ich hab ein neues Tier. Was macht der Drache? Boah, ich hasse euch jetzt schon. Gott, ey. Stirb einfach. Oh, Essen. Hat der Gegner sich gerade tatsächlich meine Keule geangelt und sich daran geheilt? Ich glaube, es hackt. Das ist mein Essen, Junge. So, was macht der Drache? Ach, guck mal, der läuft ohne Kopf rum. Wie geil. Es hat jetzt aber auch richtig weh getan. Die Tierinfos. Bambi mit Dünnfett. Ja, das war schon gerade cool. Schade, dass ich die hier nicht sehen kann, die Infos. Aber ich glaube, ich nehme den Vogel erstmal, weil der hat mir die ganze Zeit ja irgendwie Leben rausgesucht, ne? Der war ja ganz cool. Erstmal für den Anfang. Und ich habe einen dicken Keulenhammer. Du bist hässlich. Schwarz wollte ich schon sagen, aber.
viele dieser komischen Straußviecher. Ist einer. Komm ich dahinter? Ich sehe dich doch. Oh, was habe ich hier? Okay, das Ding macht... Das ist einfach scheiße. Kommt der da irgendwie raus? Ich will ihn kaputt machen. Warum kann ich ihn nicht kaputt machen? Ich will kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch irgendwas geben. Irgendwo muss der doch getriggert werden. Mann. Die Melodie ist aber irgendwie ganz lustig. Okay, hier ist nichts hinter versteckt. Hinter dem Strauß. Oh. Ein Bär. Lol, er hat sich zugeschissen. Voll gut. Er hat sich einfach zugeschissen. Oh, das finde ich nett. Oh, hier liegt Geld. Geld ist immer verdächtig. Lässt du mein Geld zufrieden? Oh, toll, der gab bestimmt was, wenn ich kaputt gehauen hätte. Oh, wie süß. Ich hasse euch. Ach, beerdet. Das ist ja so süß. Eigentlich ist es ja voll witzig, ne? Guck mal, der steht hier auf der Behausung und wäscht seine Wäsche. Das finde ich ja schon irgendwie cool. Bleibt ihr stehen? Einen nehme ich auf jeden Fall mit. Naja, und ich zulassen, dass ihr einfach an mir vorbeilauft. Ja, Lumpen. Das ist Baloo. Baloo, der Kackbär. Hau dir aufs Muppe, Junge. Wie schon lange keiner mehr gemacht hat. Hau euch einfach kaputt. Alter, Alter. Dann wird dann zumindest nicht langweilig hier. Die Kirsche. Gib mir die Kirsche. Ich glaube, ich muss einfach nur ausharren. Kann das sein? Auch wie lustig. Dann geht er kaputt hier. Nein, ich bin tot. Nein. Arschloch. Brauchen wir einfach mehr Schaden raus, ne? Oder? Ja, ich glaube, wir müssen gutes Gleichgewicht finden. Die nächsten Punkte haue ich dann in Magie. Ehrlich? Oh. 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 Ich hätte jetzt... Das wäre jetzt übrigens die Gelegenheit gewesen. Ja, da fälle ich die. Kann ich nehmen. Jetzt gerade einmal mir die Viecher anzuschauen, die ich bekommen habe. Hier genau beim Schmied. Ich habe ja hier diesen lustigen Vogel da. Was kann der denn? Eulen bringen versteckte Früchte von Bäumen. Aber ich hatte doch auch den Drachen. Muss ich... Wo ist denn der Drache? Ach, da. So, muss ich den jetzt jedes Mal nach vorne schleppen? 10 kleine... Was? Seepferd lässt sich schneller durchs Wasser bewegen. Ja, das ist aber kacke. Das ist aber schade, dass man nicht einfach mit Infotexte abrufen kann, was das Vieh kann, ne? Schade eigentlich. Ich kann Pets auch wegschmeißen? Nee, das ist aber doof. So, hier habe ich ja jetzt irgendwie den Hammer. So. Denkt mir plus 1 Stärke. Denkt mir plus 2, aber minus 1 Geschwindigkeit. Ja, nö, das ist der Hammer ja eigentlich momentan genau mein Ding.
Irgendwie ist es witzig. Ja, würde mich beim nächsten Mal freuen, falls einer hat, wenn wir noch mal ein bisschen zusammenspielen. Das sieht ja bisher ganz brauchbar aus, ne? So, jetzt geben wir den ganzen hier noch einen Try. Wie spät haben wir es denn? Nicht, dass wir das hier zu überziehen. Oh, ich würde sagen, ach, guck mal, 2, 3 Tries haben wir. Das ist ja voll. Ja, friss. Meine. Ja, der kackende Vogel, der. Voll. Yep. Und jetzt kippt er um. Nee. Ja. Jetzt kippt er um. Voll gut. Alles klar, aber ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Wenn ich den mal treffen sollte. Guck, das läuft doch schon mal gleich besser. Ups, schön. Hammer. Ne, mein Schwert. Habe ich wieder aufgesammelt? Keine Ahnung. Fuck. Hat einer das gesehen, ob das stärker war? 1000 Bottles of Beer on the wall. Ah, yeah. Oh, hier, das Kack-Bambi. Definitiv mein Favorite. Das ist schon ziemlich gut. Okay, das meint damit. Ich bewege mich schneller durchs Wasser. Boah, das geht mir aber auch auf den Nüsse, ne? Dann schmeiß ich euch halt alle. Mir war egal. So, bist du tot? Jetzt, ja. So. Den mag ich gerade lieber, weil der sucht mir Heilung. Hier, die kleinen Rubbelmänner. Nennen wir sie so. Aber das Tolle ist ja, stelle ich fest, okay, okay, du scheiterst, du fängst von vorne an, aber du levelst ja die ganze Zeit. Das heißt, irgendwann bist du zumindest so stark, dass du den Shit ja schaffst. Oh, neue Waffe. So. Jetzt diese... Nee, ich will meinen Hammer. Ja, Ingo, wie gesagt, das Spiel habe ich aus dem Bumble. Ich gehe mal davon aus, dass es da irgendwo auch mal wieder ein Bumble gibt. Ansonsten schau mal bei King Queen nach. Kennst du das? Oder Power Up Shop. Ist ja technisch dasselbe. King Queen. Also ein Mix aus König und Pinguin. Da dürfte es das vielleicht auch noch mal ein bisschen günstiger geben. Als Steam Key. Ich weiß nicht, Bumbi noch da? Nee. Soll ich dir gerade mal den Link raussuchen? Falls ja, müsstest du mir einmal Bescheid geben. Kaputt gemacht. Was auch immer das mir jetzt gebracht hat. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, bevor... Verfick. So. Ben, ein wunderschön. Ja, Ben, wir haben's. Oh, oh, oh. Ich hab irgendein neues Kombo. XY. Oh, mit. Oh. Knock-up. Das finde ich gut. Ja, Ben, kannst du mir mal gerade einen Gefallen tun? Und für Ingo bei Kingprin mal schauen, was gerade Castle Crasher kostet?
meine, so teuer kann es nicht sein, weil in Bumbles gab es die Dinger halt schon immer reihenweise. Ich glaube, die Kunst liegt einfach hier drin, in der Ecke zu stehen und einfach alles auf sich drauf zu ballern. Weil die tun mir ja letztendlich nicht viel. Sträuchviecher. Hier ganz schön lästig, diese ganze Rumgelage hier. Zumindest stimmt das Geld. Mach ich alle kaputt. Ja, das ist genau das, was ich gedacht habe. Einfach nur durch aushalten und dann. Ja, guck mal, die ganzen kleinen Bier, das scheiß Reh, voll geil. Der befickt man Stellaris. Ja, das Stellaris ist schon ziemlich nice, was zum Anschauen war. Ben, kannst du mal, wie gesagt, einmal bei King Queen nachschauen, was Castle Crasher kostet? Für den Ingo? Wäre ich dir ganz dankbar. Okay, was jetzt? Was ist das denn? Kann ich irgendwas? Ich kann was umhauen. Oh mein Gott, das ist eine Katze? Oh mein Gott, holy shit! Ich glaube, es ist eine Katze. Oh toll, jetzt kommen noch Türen dazu. Das ist so geil, der Scheißantrieb von den Bambis. Hier, der da oben scheißt. Seht ihr das? Der tut nicht laufen, der hat den Kackantrieb. Okay, ich hab's mir jetzt schwieriger vorgestellt. Das sieht ja bisher noch ganz harmlos aus. Wird wahrscheinlich gleich so richtig kompliziert, weil ich die Fresse aufgerissen hab. Ja, das Kacken der Reh. Voll gut, ey. Kackantrieb FTW. Ich möchte der Katze gern auf den Schlut hauen. Oder muss ich die Katze währenddessen verhauen? Gefühlt ist was, oder? Kann mir mal einer sagen, was ich hier machen muss? Okay. Ich muss anscheinend nur weglaufen. Das war irgendwas. Oh mein Gott. Und jetzt? Oh, Heilung, 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 Heilung. Ich will Heilung. Heilung ist super. Wieso kommt übrigens jetzt ein Boss nach dem anderen? Oh mein Gott, ich will da nicht. Lass mich hier aufs Holz oder so. Ah, toll. Naja gut, ein Schaden kann ich mitnehmen. Na toll. Ich will auf den Fisch. Ah, endlich. Nein, nein, er hat mich runtergehauen. Dummes Arschloch. Ich will auf meinen Fisch. Ja, nee, ist klar. Jetzt werde ich auch noch beschossen. Und ich will den Hasen, ich will den Hasen, ich will den Hasen. War das ein Pet? Oh, bitte lass ein Pet gewesen sein. Das wäre so großartig. Und ich hätte ihn verpasst. Oh, Dino, 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 Dino ist super. Kann der Dino was? Nee, schade. Nein, ich will auf den Dino. Nein, mein Dino. Nein, du verfickten, der fick, 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 fick. Wegen dir habe ich meinen Dino nicht erwischt. Jetzt muss ich auf einer Leiche reiten. Was sagst du jetzt davon? Hä, ich glaube, es hackt. Nee, ist klar, Sharks. Nein, ich will nicht mit diesen scheiß Fledermäuse, ne?
Viecher. Jetzt verpasse ich wegen euch auch noch diesen Sch. Oh, Fisch. Jetzt aber. Toll. Nein. Ach, geil. Obwohl. Nein. Alter. Muss ich. Warte mal. Ich muss auf einer Leiche reiten, ja? Eben gerade muss ich auf einer Leiche reiten. Jetzt hier schon wieder. Leichen reiten. What? Das ist der König. Okay, ich muss wahrscheinlich jetzt das Ding anhauen. Nein. Gar nicht, ich muss die ganze Zeit dieses... Hä? Ah, ich muss verhindern, dass der mit dem Ding hier... okay. Ich stelle das etwas doof an, ne? Ja, nee, ist klar. Meine Leiche. Infinity Combo! Ich klopfe dir einfach ins Gesicht, bis du... Ich schwör's dir, du gehst eher drauf als ich, Katze. Ah, hier, da ein Brett. Ich muss mein Schiff retten. Jawohl, hier, da. In der Luft, ich bleibe hängen, immer mit dem Aufwärtshaken. Guck dir das an. Scheiß Katze, ich mach dich fertig. Hier, Aufwärtshaken mal. Nein, wo ist es? Wo ist es? Oh. Oh, jetzt hat's, nein, sie hat mich von meinem Brett geschlagen. Könntest du mal bitte aufhören hier? Oh, ein Shark. Jawohl. Und wieder. Und aufwärtshaken. Ah, es wird knapp. Wo ist die Scheißkatze? Na komm, hier runter. Jawohl. Und oben wieder. Komm, spawn. So, und? Ich hau dir die Muppe, die ist schon mal... Ich glaube, ich darf nicht zulassen. Aber ich meine, es ist nicht mehr so viel, ne? Ja, ist schon fast down, die Olle. Ein Katzenfisch. Katzenfisch! So, komm, Rotz. Na, das sieht doch gut aus. Da soll man ja sagen, ich kann keine Katzenfische reiten. Ja, irgendwie habe ich ja Schaden zugefügt. Das würde ich gerne. Oh, wird schneller. Ah, alles klar. So, komm, eine Runde kotzen. Jetzt geht so richtig die Salbe. Ja, 100%. Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich hab's jetzt einfach mit Overpowered Skill gemacht. Wie viel kann ich verteilen? 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ich möchte ganz gerne noch einen weiteren Energie haben. Hm, schade. Okay. Wo bin ich überhaupt? Ach, guck mal an. Was ist denn ein Diebesladen? Der ist doof. Das sind Bomben. Brauche ich Bomben? Psst, schau mal. Psst. Zwei Zaubern. Das ist wahrscheinlich für mein Mage-Ding. Okay. Das war ein Diebesladen, den ich freigeschaltet habe. Das war die verlassene Mühle und das war die Diebesarena.
Was ist denn die Diebesarena? Okay. Irgendwas. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach nur Wellen besiegen, wa? Guck mal, der liegt da und tut tot. Oder so lange, bis ich tot bin. Dieses scheiß Bogenschützen, ne? Puh. Krieg ich irgendwas dafür, dass ich die so platt mache? Ich meine, das wird ja immer mehr, ne? Ja. Okay. Wahrscheinlich irgendwie, wie viele Runden du durchhältst. Naja, lass den Mummi ruhig DS3 zocken. Also, ist zwar schade, dass er nicht dabei den Stream schauen kann. Ich mache es ja genauso bei ihm, aber naja, okay. Okay. Ach, guck mal, wir sind direkt hier weitergegangen vom einen Level zum anderen. Schau mal an, wie spät haben wir es denn? Jo. Also, ich würde sagen, machen hier jetzt mal für heute Schluss. Das war ja ganz witzig. Warte mal, wir könnten jetzt einfach mal direkt zum Heimatschloss, ne? Habe ich, glaube ich, geschaut gehabt. Ich hatte hier, glaube ich, noch eine Waffe. Da schauen wir auf jeden Fall nochmal rein. Irgendwo habe ich eine Waffe aufgesammelt, ein Schwert, glaube ich. Da. Ist das stärker als meins? Ein weniger Stärke, aber drei Geschwindigkeiten mehr, ne? Bezieht sich die Geschwindigkeit? Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich schauen. Ich glaube auf Angriffsgeschwindigkeit, ne? Zwei Stärke, eine Stärke. Ja, ich nehme erstmal das Schwert, das passt besser. Ich habe, glaube ich, auch nur die zwei Pets bisher. Ich finde das schade, dass du die Pets so weit hier reinrennen musst. Das ist irgendwie etwas doof. Seht ihr mal, wie lang der Bereich ist? Dann stehst du und denkst so, oh. Und da oben ist die Katze. Ah, 403 Gold ist ja reichlich, ne? Bin mal gespannt, was es da nachher Teures gibt. So. Ah, aber wie gesagt, wir beenden das mal. Ich hoffe, wir können uns das Spiel wirklich verlassen, ja? Man kann es zusammenspielen. Ich würde mich freuen, wenn wir das auf jeden Fall mal machen. So. Aber war ein schöner Abend mit euch. Wie gesagt, beim nächsten Mal, wir haben Never Alone durch. Ist ein schönes Spiel, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Wenn ihr es mal irgendwo im Bumble kriegen solltet oder so, ist es auf jeden Fall ziemlich nett. Sistrix, was hast du mir denn da schon wieder geschickt? Let's Play Simulator? Oh mein Gott. Ja, Patrick, danke immer für die Keys. Kann ich mich auf jeden Fall nur herzlich bedanken bei dir. Wir machen erst um 9 auf und 6 wieder zu. War ein schöner Abend. Hat mir persönlich sehr viel Laune gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der Fred morgen da ist. Er hatte, soweit ich weiß, gehabt, nur von einer Woche gesprochen gehabt. Wäre ganz super. Hatte ja sehr viel Laune gemacht gehabt. Der Key ist nicht für den Simulator, keine Angst. Ich schaue mir das gerade mal an, Cedric. Mal schauen, was du mir da versuchst unterzujubeln. Es ist ja immer gefährlich.
Nee, hallo? Steam, Steam Chat? Was ist denn ein Let's Play Simulator? Oh mein Gott, ich schaue mir das gleich mal oben an. Kann ich den im Steam hinzufügen? Nee, das ist ein separates Spiel, oder? Kann das sein, Cestrix? Ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie free. Das Let's Play. Please review this great Wreck of Future Mobile Game from Ping. You won't regret. Ich bin noch nicht sicher, was es ist. Ich werde es mal antesten. Vielleicht ist das ja ganz witzig. Spiel mal lieber was Ordentliches, Bitches. Ja, was. Stellaris mit Multiplayer. Stellaris, habe ich gesagt, werde ich mir holen, wenn ich den mal günstig irgendwo kriege. Günstig heißt für mich unter 20 € für ein neues Spiel. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, Never Alone durch und werden wir das nächste Mal anscheinend Two Brothers spielen. Wenn wir das jetzt ja gerade frisch bekommen haben. Danke nochmal. Und Leni hat es mir auch wärmsten empfohlen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ne? Wird die Leni, denke ich mal, ziemlich freuen. Ja, guck, da freut sie sich. Brothers, A Tales of Two Sons. Guck, dann laden wir das direkt runter. Dann können wir ja schon mal. Never Alone kann ich ja schon mal rausschmeißen. War ganz witzig, hat auch echt Spaß gemacht. War circa 2,5 Stunden waren wir damit beschäftigt. Fand ich ganz okay. Zu Favoriten hinzufügen und Spiel installieren. Machen wir das direkt auf einmal. Das B ist ausverkauft. Wie? Achso, Nitte Leni. Nitte Leni. Das B ist ausverkauft. Ja, der Timeout Cestrix, das ist schon ein ganz gemeiner, müssen wir ja mal sagen. Ne? So, was haben wir denn hier? Zwei neue Gegenstände. Wahrscheinlich von Castle Crasher, ne? Wie gesagt, Castle Crasher hat mir jetzt bisher echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Bin ja mal gespannt. Können wir das nächste Mal weiterspielen? Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal spielen. Brothers hier, Tales of Two Sons, hatte Leni mir ja genau empfohlen gehabt. Dann geht's weiter. Ben, ich habe heute bis zum Boss geschafft bei Faster Than Light und das Arschloch hat direkt ein Hacking-Tool in meine Weaponry reingeschmissen. Ich konnte keine einzige Missile launchen und ich war komplett auf Missiles getrimmt. Jedes Mal, wenn die vollgeladen war, war es kurz vorher gehackt. Ich bin direkt verreckt, ohne einen einzigen Schaden zu machen. Auf easy. Ich schaue mir das mal an mit deinem Speicherstand, wie es da aussieht. Kann sein, dass wir das nächste Mal nochmal eine Runde Faster Than Light anspielen. Und zum Schluss, wie gesagt, würde ich mich freuen. Entweder spielen wir Castle Crasher weiter oder wir machen bis Runde zusammen Broforce. Hauptsache ein bisschen was zusammen, finde ich immer wieder schön. Nein, den Safe habe ich noch nicht genutzt. Das werde ich jetzt. Lol, Steam Freeze, was? Hä? Wie Steam Freeze? Hat auf jeden Fall. Oh, yo, Alter, ich habe irgendwie gerade Connection Lost. Nee, Connection Lost nicht. 0,15% Framedrop gehabt. Ist ja lustig. War ein schöner Abend. Freut mich sehr. Wie gesagt, morgen denke ich, wird der Fred online sein. Sollte das nicht sein. Wisst ihr was? Wir machen das hier einfach mal fest. Ist morgen der Fred nicht online? Bumbi haben wir das letzte Mal angeboten. Wir haben es hier letzte Woche Dienstag verkündet, weil er gesagt hat, yo, ich mache morgen DS3. Ist der Bumbi, der Fred morgen nicht online? Und der Bumbi, egal oder nicht, dann spielen wir morgen Bioshock. Bin nicht sicher, ob ich es aufzeichnen soll, aber das ist ein Versprechen. Nee, es hängt ja davon ab, ob Fred morgen da ist. Wenn Fred morgen da ist, ganz normal, dann ist Fred. Sollte er nicht da sein, spielen wir morgen Bioshock an. Ja, ich habe es dir lange versprochen, Cestrix. Ich habe eigentlich immer mal so gehofft, wir machen das, wenn der Bumbi einen Sonntag mal aussetzt, dass wir dann Bioshock anfangen. So ein Sonntag, glaube ich, wäre richtig gut gewesen, weil da hätten wir uns 4, 5 Stunden wirklich reinhocken können. Hoffentlich hat Fred keinen Bock. Boah, Leni, bist du gemein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wisst ihr ja wie immer ganz normal, dienstags ab 18 Uhr lege ich ja los. Normalerweise Fred morgen zwischen 6 und 7 und der Bumbi am Sonntag.
Und das verspreche ich jetzt hiermit. Spielt morgen Fred nicht, spielen wir zusammen Bioshock. Jeder, naja, fast jeder weiß, ich habe Bioshock alle drei Teile, aber ich habe nicht einen einzigen gespielt. Null. Nicht eine Minute drinne. Das könnte man mir jetzt als Schaden vorwerfen, weil ich so viele Leute sagen, wie kannst du nur, du besitzt Bioshock. Ohne Scheiß, das gab es halt mal irgendwann mal im Bumble und hast du alle mitgenommen. Das war's. Ich gehe auf Bioshock gekauft am hier. 25.08.2014 habe ich alle drei auf einmal gekauft. Ja, ich schäme mich ja. Ist ja in Ordnung. Wir werden es auf jeden Fall anspielen. Wie gesagt, wenn morgen nicht. Ansonsten, wenn ein Bumbi sonntags aussetzt und ich einspringe. Oder wir machen einfach mal eine, weiß ich nicht, Donnerstag führen wir ein. Jetzt nur die Frage. Laden wir es mit hoch? Bedeutet für mich natürlich wieder nachher nachträglich richtig Arbeit beim Uploaden. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen. Ich lade es ja immer nachträglich nochmal bei YouTube hoch. Den Streams. Mal schauen. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja? Ah, auf dass irgendjemand sich das nachträglich nochmal genüsslich reinziehen kann. Cestrix, jetzt aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wo ich dich hier so sehe. Ich habe letztens mal geschaut gehabt im YouTube-Kanal. übrigens, danke für die 15 Abonnenten, muss ich ja auch mal sagen. Aber wenn ich jetzt hier mal so schaue bei mir und in meinen Kanal gehe und schaue mir meine Playlist an und schaue dann, Playlist, meine Videos, wo habe ich die Videos, nach den hinzugefügten haben, sondern am meisten Klicks größte Beliebtheit, dann ist auch für mich vollkommen unerklärlicherweise Long Live the Queen mit 26 Aufrufen. Cestrix, bist du das, der das Video die ganze Zeit an- und aufklickt? Das ist ja jetzt meine Vermutung, dass du das angeklickt hast. Strikes bekommen? Was heißt Strikes? Ben? Du meinst hier wegen Copyright-Schnickschnack oder was? Queen toppen wird schwer. Ja, ich weiß. Ich kann es ja nicht ändern. Ja, Abos werden nur einmal gezählt. Urheberrecht-Scheiße. Ja, genau, Strikes. Ja, habe ich schon mal. Also zum Beispiel, ich hatte einen einzigen richtigen Strike. Da habe ich den Sound aber mal rausgenommen, weil eine Band drin war, die das nicht wollte. Belacor habe ich damals um die Erlaubnis gebeten, aber die haben mir das auch gestattet. Dafür habe ich keinen Strike gekriegt gehabt, weil die das auch so oder so nicht haben. Und ansonsten habe ich zum Beispiel bei The Impossible Game die Musik. Da sagen sie, ist urheberrechtlich zwar gehört jemand anders, aber der erlaubt es und kann dafür stattdessen Werbung freischalten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, bei The Impossible Games habe ich 6 oder 7 Klicks. Ich glaube nicht, dass sie sich da wirklich Werbung reinschalten. Also bisher habe ich mich recht gut gehalten. Ohne den ganzen Melodie-Scheiß und den Schnickschnack. Aber ich will ja auch kein YouTuber werden oder sowas. Ich tue das ja letztendlich nur, die Streams aufzeichnen, dass, wenn jemand es verpasst hat, dass er das nachholen kann. Ne? Das sind dann meistens aber auch mal so zarte 1-2 Stunden-Videos. Halt so lange, wie ein Spiel gegangen ist. Kann sein, dass ich das splitte, kann sein, dass ich das am Stück hochlade. Ja, ich weiß, man soll ja angeblich immer maximal halbe Stunde Videos machen, aber ich bin kein YouTuber. Ich bin einfach nur ein Streamer und ein Idiot, der den Kram da hochlädt. Daher ist mir, also schön wären klar die 100 Abonnenten, damit der Kanal nicht 78GVRU4T heißt, sondern dass ich den vernünftig Sly Fox Live nennen kann. Aber hey, bevor ich da die 100 knack, sag mal. Weiß ich nicht, das ist so eine Regel, nächsten 30 Minuten. Das ist so die optimale Länge, die man im Durchschnitt auf ein Video verbringt. Weiß nicht, wer auf den Schnickschnack gekommen ist. Also halbe, dreiviertel Stunde, sagt man so. Pi mal Daumen. Aber weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Als Abo-Viewer, wenn die öfter schauen, dann wird trotzdem dann nur ein View gezählt. Ist ja komisch. Du kannst aber anstatt komplett neu aufnehmen, Ben, kannst du auch einfach diese 12 Sekunden Gesang, kannst du unten in der Soundspur entfernen, dann fliegt das raus, der Strike. Dann ist das aus dem Video rausgeschnitten. Das kannst du mit dem YouTube-Video selber machen, Ben. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, der Durchschnitt ist 42 Minuten. Ja, ich sehe ja. Don't care. Ja, auch übrigens. Ich bin der Top. Ich bin der Top-Long-Live-the-Queen-YouTuber. Ernsthaft? Nee, never. Guck mal, wir geben es mal ein. Long-Live-the-Queen. Aber ich gehe mal mit meinem normalen Profil rein. Das will ich sehen. Nicht mit meinem Slyfox Live. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, welcher Idiot schaut das denn? Long live the Queen. Nein, das kann nicht sein. Da gibt's andere. Da haben schon ganz viele anderen gespielt. Oh mein Gott. Es gibt einen Typ, der aussieht wie ich. Nein, hier. Long live the Queen. 300.000 Aufrufe. Das ist eine Lüge, Sisrix. Ich wollte schon sagen. Also, das kann ja nicht sein. That's lovely. That's Siehst du? every week Ella Dilly. Ist ja. Ich wollte gerade sagen, also da kriegen Leute echt 300.000 Klicks für Long Live the Queen. Ist ja der Shit. Also, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Aber da ist ja kein Deutscher. Achso, ja, das kann sein, dass da kein Deutscher bei ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo rausfiltern kann, aber ich sehe mich da. Also wenn ich die Aufrufe starte, warte mal, Seite 5 vielleicht. Oh ne, da sind auch noch 100er Hits. Probieren wir es mal mit Seite 8. Oh, da wird es schon besser. Ah, keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen Wumpe, weil, wie gesagt, für mich ist das einfach nur nachträgliches Hochladen für euch als Bonus, wenn ihr irgendwie den Dienstag oder so verpennt habt, dass ihr das euch nachschauen könnt. Dass ihr sagt, oh, das war so witzig, ich wollte gern weitersehen, könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Dafür ist es da. Ne? Letztendlich ist der ganze Spaß ja hier alles über den Stream. Und das macht ja auch letztendlich, denke ich mal, den Reiz und den Spaß aus. Ah, das ist nett von dir, Ingo. Dass niemand schöner aussieht als ich. Wisst ihr was? Da poste ich euch sogar noch ein für. Jetzt muss ich das nur gerade rausfinden, welches lustiges Bild das war. Von Bumbi seinen Animationen. Ja, muss man echt Bumbi lassen, ne? Hier, komm. Posten wir das nochmal für euch. Weil hier da so drauf steht. Hier. Da kriegt ihr das Chat-Image. Das muss man Bumbi ja lassen. Ja, genau. Guck mal, die Leni freut sich schon direkt. Weißt du, da hat der Bumbi ja schon ziemlich geile Arbeit gelacht, da muss ich ja sagen, weißt du, die Leni steht da nämlich und macht den hier. Das ist auch sehr schön. Also, sollte ich irgendwann mal eine Donation einführen, beziehungsweise Donation oder Sub, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, als erstes wird ein Sub folgen. Dann kommt das Bild rein. Das Masturbieren. Hat aber auch den passenden Moment abgewartet. Ich glaube, das war, als wir den Trailer von Dawn of War 3 geschaut haben, weil ich ja so ein großer 40K-Fan bin, dass das dann in der passenden Sekunde aufgenommen hat. Der alte Lump. Aber das war schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich kann es mir immer noch gut anschauen. Du willst echt das Löffelbild? Oh Mann, ey. Welches denn von den beiden? Das Ablecken oder das Löffelheben? Ne, warte mal, es gibt ja nur das Ablecken, ne? Ja, warte mal. Das Imageo-Bild, meinst du? Das hatte, glaube ich, Leni, die Gemeine, hatte das dann ja hochgeladen gehabt. Ja. Nochmal schön auf Twitch und Hitbox rausgeprügelt. Ja, genau. Leni liegt doch schon wieder bestimmt lachend auf dem Boden. So wie ich sie kenne. Ja, mal schauen, ob ich die irgendwann mal einbinde irgendwo. Mann, ist das eklig. Dennis müsste sich auch schon direkt wieder die Augen ausschlagen. Vor allem das Schlimmste ist ja, es war ja alles nicht irgendwie provoziert oder gewollt, ne? Es war ja wirklich einfach eine Momentumaufnahme. Oh, Wichsen und ein Lecken. Ja, ihr seid nun doch ein bisschen pervers, oder? Kann das sein? Es dünkt mir zumindest so. Ach ja, aber es war echt lustig heute mit euch, muss ich sagen, ne? Hat Spaß gemacht. Castle Crasher, genau. Castle Crasher kann ich gerade nochmal schnell nebenbei raussuchen.
Falls es jemand das nächste Mal mitspielen möchte, ich denke mal zu dritt oder viert ist das sicherlich nochmal richtig lustig. Dann machen wir mal King Queen an. King, ich kann es nicht richtig aussprechen. King Queen, also der Mix aus König und Pinguin. Das ist aber auch schon ein bisschen gemein. Castle Crasher. Was? Can't Stop Laughing Bundle? Hauptsache, du findest das nicht. Ist doch Castle Crasher, oder? Bin ich doof? Nee, das hieß Castle Crasher. Crashers. Ah, okay. Castle. Ist ja lustig. Also bei Power Up Shop findet er es nicht. Timeout Leni, was? Ach, ihr diskutiert wieder mit euren alternativen Dinger. Ich habe Stellaris tatsächlich gerade gefunden. Aber auf Russenbasis. Kriegt dann doch nicht so günstig. Schade. Ich frage mich, warum ich Castle Crashers nicht finde. Bei King Queen oder sonst was. 15 Dollar ist doch ein bisschen viel. King Queen. Steam-ID ist da. Kingpin. Kingpin. Ich dachte mal King Queen. Kingpin. Was ein Mix aus. Da ist doch ein Pinguin drauf. Oh, ihr macht mich doch fertig hier. Ich krieg hier schon wieder nichts geschissen, ne? Ja, nur 12 Euro, aber das geht auch günstiger. Ich hab's ja auch irgendwann mal im Bundle geschossen. Komm hier. Also, wie gesagt, Rocket League, wenn ich das irgendwann mal unter einen Zehner finde, würde ich es mir auch ganz gerne. Ja, guck mal, G2A hat es schon für Sechse. Das heißt, King Guin. So. So, King Guin tut nett. Das muss es doch auch geben, Castle Crashers. Das wollt ihr mich doch verarschen. Castle Crashers. Steam Key. Oh, der hat das Garten für 0 Euro? Das kann nicht sein. Ach, der hat vielleicht gar keins mehr im Angebot, wa? Das kann natürlich sein. There are no current offers, genau. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich müsste das immer finden. Oh, Rocket League ist nächsten Monat um 12-Euro-Bundle mit drin. Ja, das ist, woher weißt du das eigentlich schon? Das ist super, dann kann ich es mir da direkt mit rüberholen. Ist das schon angekündigt worden bei Humble Bumble? Oder welchen Monatsbundle meinst du? Schauen wir doch mal. Humble Bumble, tatsächlich. Das ist das Monatsbundle, ne? Das kostet mich für 12 Dollar. Dann muss ich aber jeden Monat was nehmen, ne? Wie funktioniert das überhaupt bei dem Monatsbundle? Das habe ich sowieso noch nicht ganz begriffen. Kann mir das einer gerade einmal kurz erklären? Weil ich normalerweise ja immer bei dem Games Bundle reinschaue und so weiter. Also ich habe das so verstanden, dass ich da subscribe und ich gebe jeden Monat 12 Dollar. Und dafür kriege ich immer alles Mögliche an Spielen. Sehe ich das richtig? Aber ich kann es nach einem Monat auch wieder kündigen. Ist halt wie ein Abo. Ja, eigentlich habe ich auf ein Abo keinen Bock. Also ich will es mir dann holen, wenn ich will. Und ich weiß nicht. Will ich jeden Monat 12 Dollar latten und für Spiele, die ich randommäßig nicht kenne? Weiß nicht. Ist zwar ganz witzig sicherlich, aber ein AAA-Game. Also wenn ich die sonst mal reingeschaut habe, weiß nicht, ob es AAA-Game war. Ja, also da waren bisher nicht immer AAA-Games dabei. Fand ich persönlich. Alter Stand. Okay. Wo kann ich denn sehen, was letzten Monat drin war? Gibt es da irgendwie eine Aufzeichnung von? Ja, genau. Mad Max war Kacke. So. Ach hier, der Previous Man Bumbles. Mad Max war Kacke. Previous Bundle, okay, da war.
South Park Stick of Truth und Nuclear Throne. Nuclear Throne wäre vielleicht das einzige Interessante gewesen. South Park Stick of Truth habe ich ja. Übrigens kriegt Bumbi auch erst wieder einen Zap von mir, wenn er... Oh, Ark war einmal dabei. März. Naja, I am Brett. Graf war auch dabei. Och, das ist ganz nett. Aber will ich jeden Monat $12 dafür zahlen? Machen wir jetzt immer eine kleine Talkrunde. Och, du, wenn sich's anbietet, machen wir das. Wenn nicht, lassen wir das. Ne? Es gibt auch mal Abende, wo ich dann sage, so, nö, ich habe keine Lust, ich möchte beenden. Aber ist ja auch mal ganz schön, mit euch zu kommunizieren. Ne? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich hier einfach trocken vor mich hinzocken muss. Finde ich jedenfalls. Ich finde es ja auch ganz schön, einfach mal ein bisschen mit euch zu schnacken. Vielleicht haben wir da auch wirklich hier. Ach so, kommt ihr, wenn man die Keys in die Games weiterschickt. Ich weiß noch nicht. Muss ich mir vielleicht mal Gang machen? Also Rocket League, ich werde es auf jeden Fall einmal subscriben. Schauen, was da kommt. Ich meine, okay, Mai. Ach, wisst ihr was? Wir machen das, glaube ich, einfach. Kann ich mal antesten. Vielleicht ist zwischendurch auch mal wieder ein neues, nettes Spiel dabei. Und notfalls Games, die ich kacke finde, kann ich ja immer noch raushauen. Ich komme an die Key auch anders her. Oh, RimWorld. RimWorld will ich mir irgendwann auf jeden Fall auch nochmal holen. Ich mag Totron. Das hast du jetzt falsch verstanden, doofe Prinzessin. aber ich, du, nee, ich mag RimWorld. Ich habe das damals schon die frühe Alpha gespielt gehabt, die er selber, also der Designer ja für Lau rausgehauen hat. Hat mir persönlich richtig viel Laune gemacht gehabt. Ich habe mir das vorgehabt, irgendwann mal zu holen. Oh, du warst auch beruflich Beta-Tester für Spiele, nice. Sag mal, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Keys, die man hat, aufzubewahren, außer, sagen wir mal, einer blöden TXT-Datei, wo ich die dann irgendwann raushaue? Wenn ich sie in Steam einlöse, sind sie weg. Ne? Aber wie ja? Ich möchte sie irgendwo reinlagern und wenn ich sage, pass mal auf, ich habe Bock, den rauszuhauen, zu verschenken, dann möchte ich den rausgeben. Aber sobald ich sie an Steam einlöse, sind sie an mich gebunden. Finde ich übrigens auch kacke. Ich möchte, keine Ahnung, wenn man einmal im Monat ein Spiel verschenken kann. Ja, in der Humble-Biblio sammeln. Ja, das ist ja aber auch nicht so richtig der Shit. Ich meine, ja, ich bin angemeldet, aber... Ja, ich habe eine Library... Alphabetisch. die Sache ist die, da sind ja alle meine Spiele drin, die ich davon schon mal gehabt habe. Woher sehe ich denn, dass ich das Spiel noch weitergeben kann? Einfach indem das Bild da ist? Oder weil da so ein Stock mit einem Sack dran ist? Das raff ich gerade nicht. Ist etwas, hier, Keys, wenn ich da durchschaue, Hide Redeemed Keys, was sind denn Redeemed Keys? Ach Gott. Also dann unter... no redeem. Ich habe Hide Redeem Keys. Das heißt, alles, was mir jetzt angezeigt wird, ist dann ja die von mir noch eingelösten Click to Redeem on Steam. Dass ich mir die noch schicken kann, oder was? Ach, das ist so kompliziert. Was heißt kompliziert? Ist es ja nicht. Ich müsste mich einfach nochmal sinnvoll damit auseinandersetzen. Weil, fände ich eigentlich ganz geil, weißt du, wenn du sie dir selber in die Steam-Bibliothek reinhauen könntest und dann so ein Ordner, so, hey, Gift-Steams, Gift-Steams, ja, genau, Gift-Keys, wo du, keine Ahnung, oder wenn ich die Möglichkeit hätte, ja, ich kann zwar Family-Share machen mit meinen Spielen, aber wenn ich einfach keinen Bock mehr auf ein Spiel habe, dass ich sagen kann, pass mal auf, ich kann einmal im Monat ein Spiel verschenken oder so,
Wäre ja auch ganz cool, ne? Ich meine, ich habe ja auch noch ein paar ganz nette, sowas wie Dungeon 2, habe ich mir recht früh geholt gehabt, weil ich ziemlich Bock drauf hatte. War halt ja, eine Art Dungeon Keeper, nur richtig, also neu aufgemacht und richtig gut. Habe ich durch, habe ich meinen Spaß mit gehabt, würde ich gerne weiter verschenken. Kann ich nicht, weil ich es ja schon durch habe, ne? Das ist ja meins. Das finde ich ein bisschen schade. Würde ich ja gerne irgendwie machen. Oder Hide Key. Ja, da muss ich mir mal. Können wir uns mal ganz gerne mal in ruhigen Minute zusammensetzen, Cesrex? Muss ich mal schauen. Weil, mit meiner Bibliothek, klar, da sind alle meine Spiele drin. Das kann ich neu downloaden, die MP3s, etc. Ne? Steam, give this link to your friend. Achso, das Spiel. Ich kann das Spiel halt. Ich könnte hier Arma 2 anschalten noch. Die habe ich nie eingelöst. Sind die dann automatisch? Auditorium habe ich hier auch noch. Warum sehe ich dann den Key? Egal. Möchten wir auch nicht. Auf jeden Fall. Plan ist, wie schon gesagt, wir werden das nächste Mal. Oh, wenn ich das richtig sehe, könnte ich mir jetzt ja auch schon direkt den Humble Mans Rocket League holen, ne? Das ist ja jetzt direkt drinne. Ja, genau das meine ich, Ingo. Dass ich das Spiel bei mir weggebe, als Key rausgebe und der nächste hat es. Nee, das geht leider nicht. Das wäre super geil. Und dann Hide Redeem Keys. Ja, genau. Und wenn ich da auf Hide Redeem Keys sehe, dann sehe ich da bei mir noch verschiedene Sachen. Die könnte ich weggeben, oder was? Als Gift. Sehr lustig. Ach so, das gibt's erst am 6.6. Okay. Ja, aber ne, weißt du, worauf ich hinaus will? Wo ich einfach sage, pass mal auf. This month early unlock. Ach so, ja, weil jetzt noch Mai ist. Aber wenn ich doch jetzt bezahle, dann würde ich doch den Scheiß hier mit Mad Max und so weiter bekommen, oder? Bin da nicht so sicher. Mir wäre echt so eine separate Bibliothek oder sowas ganz lieb, auch bei Steam einfach, wo es heißt, pass mal auf, du kannst den Key hier einlösen, beziehungsweise zwischenlagern, so dass er nirgends jemand anders hat. Dann hast du halt eine Bibliothek mit Keys und wenn du sagst, pass mal auf, ich hab Bock, was rauszuhauen, schmeißen wir so raus. Ach ja, das ist ein bisschen schade. Wäre aber super, wenn das alles so wäre. Naja, okay, man zahlt voraus. Okay, ist ja auch irgendwie verständlich. Muss man mal schauen, wie man das sinnvoll macht. Wäre auf jeden Fall so mein Wunsch. Oder ich muss mir. Oder das wäre auch mal eine sinnvolle Seite, wo ich einfach die Keys reinschmeiße. Ja, wohl, dann hätte auch wieder jemand Fremdes Zugriff. Also eigentlich wäre das Geilste, wenn das bei Steam wäre. Nun gut. Ich würde sagen, Leute, war ein schöner Abend mit euch. Wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, noch zum Schluss eine halbe, dreiviertel Stunde hier gequatscht. Castle Crashers habe ich jetzt leider nicht gefunden. Wird man aber sicherlich irgendwo auf einer Seite noch finden. Wenn nicht, Broforce. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das nächste Paket mit Rocket League erst für Juni. Das heißt, das könnten wir dann erst im Juni zusammenspielen. Nun gut, aber dafür für $12 und dann noch ein paar andere Spiele dran, finde ich das vollkommen okay. Ja, genau. Entweder morgen beim Fred, wenn er streamt. Und wenn er nicht streamt, spielen wir morgen BioShock. Und dann dürft ihr die Freude meines Gesichtes erleben, wie ich zum allerersten Mal BioShock spiele. Wenn, dann nehmen wir aber auch alle drei gleich durch. Also werden wir mal einen Abend sicherlich nicht schaffen, aber eins nach dem anderen. Muss aber vom 6.6. gekauft werden. Jo. Ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, Leute, in 2 Wochen ist Geburtstagsstream. Ne, da gibt es den Stream nachträglich zu meinem Geburtstag. Da
wir das haben. Ich muss mal schauen, vielleicht, was mein Kollege macht mit dem Bearbeiten der Grafiken. Ich hatte ja schon mal, ich kann euch ja noch mal so einen groben Ausschnitt geben, wie es hier vielleicht irgendwann mal aussieht. Das sind jetzt grobe Modelle. Ich hoffe, also die müssen noch überarbeitet werden, weil das alles noch nicht so passt. Aber das könnte unter Umständen mal irgendwann vielleicht hier so aussehen. Das macht schon ein bisschen was aus. Also gerade dieses Modell hier finde ich eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist halt hier nur, dass das nicht so wirklich passt mit dem Streamfenster. Darum haben wir das dann mal ausprobiert gehabt. Aber wie ihr schon seht, hier an der Seite, ne, da ist nicht ganz so viel Platz mit dem Bild und dass das eckig ist. Aber es sieht halt schon sehr stylisch aus. Vor allem hätte ich auch gerne den Chat dann hier unten drunter noch. Und hier ist halt das Problem, dass das so rüberschaut. Ich hoffe, dass Tobi das dann irgendwann mal passend macht. Aber so vom reinen Style her finde ich es schon ziemlich nice. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Aber das ist, wie gesagt, jetzt erstmal nur als Anlauf. Ja, ich weiß, ne? Ich finde das auch richtig gut gemacht. Der Junge hat's drauf. Also so als rein Willkommensbildschirm finde ich das hier auch schon richtig cool. Ne? Ist ein guter alter Freund von mir. Mal schauen, wie, aber es macht es natürlich dann freiwillig, ne? Also immer, wenn er seiner Freizeit hat, mal ein bisschen was. Daher weiß ich nicht, wann er das irgendwann mal so weit hat. Aber ich finde das halt schon ziemlich cool gemacht, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut hier. Gerade mit dem Fernseher, das war so mein Wunsch, so mit der Hand. Und das sieht richtig nice aus, finde ich. Also gerade das hier so als Willkommensbildschirm hat halt was Individuelles, ne? Finde ich, hat er super gemacht. Jo. Auch das ist dann so als Ladebildschirm auch ganz nice. Da muss ich dann halt nur den Kopf im Gesicht mieten. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn mieten kann. Der ist halt sehr, sehr zeitlich drinne. Geld macht? Nein, der Freiherr hat die Wahl, der Sklave gehorcht. Ja, das ist wahr. Dachte ich, dass ich das vielleicht irgendwann mal als Warm-up nehme und dann das Gesicht daraus nehme und dann so einen Ladebalken oder so einführe, so wie Streams About to Start, weil sonst habe ich ja momentan das hier. 18 Uhr geht's los. Dann würde ich das dann technisch hierauf ummodeln. Aber, oder ich mache das hier und dann kriegt ihr die Kamera hier links ins Bild rein, also hier in Großaufnahme. Und hier ist dann der kleine Chat. So, als, naja, ich weiß noch nicht, das ist alles. Oh, Fred, guck mal. Schnell verdecken, bevor er was sieht. Warte mal. Fred, wie sieht's bei dir aus? Du kommst viel zu spät. Wir haben schon Feierabend. Aber schön, dass du trotzdem noch reinschaust. Sag mal, wie war denn dein Turnierbowl dann letzte Woche? Ja, das sind aber noch alles Rohfassungen, die neuen Skins hier und Overlays. Musst du das Wetter nutzen? Ja, ist doch okay. Kann ich ja niemanden verwerfen. Ist ja schön, dass ihr überhaupt reinschaut. Ich meine, es ist schönes Wetter, wenn es deswegen war. Fred, wie sieht's aus? Wie war dein Boulder-Turnier? Lass mal hören. Du warst ja letzte Woche leider nicht anwesend. Vor allem der Bumbi hat gesagt: Alles klar, ich nehme den Spot. Ich tue schön am Mittwoch Dark Souls Stream. Hat einen Scheißdreck gemacht. Hat halt einfach direkt den Spot verrecken lassen. Der alte Hund. Habe ich noch gefragt: Willst du oder soll ich? Nö, nö. Der Moskau, das gehört allen. Ich konnte die Antwort jetzt nicht. Entschied mich für Rapture, eine Stadt. Ja, mach's gut, Ben, ne? Eine Stadt in der. Ich glaube, Sestrix tut schon direkt zitieren. Aber die war ziemlich nice. Okay. Ja, Fred, wie sieht's aus bei dir? Bist du morgen dann wenigstens am Start? Oder machst du nochmal einen freien Tag? Können es nicht mehr einmal warten. Ich habe irgendwie drei Gäste, stelle ich fest. Hallo, liebe Gäste. Schön, dass ihr vorbeischaut. Freut mich natürlich auch. Habe ich bis eben gar nicht bemerkt. Schön, dass ihr. Seid ihr schon länger da? Habt's euch gefallen? Freut mich. Du vermutest nicht, hast ein bisschen was zu fühlen. Okay, pass mal auf, Fred. Wenn du sagst, du nimmst morgen frei, oh, dann drücke ich dir natürlich auf jeden Fall die Daumen für dein Vorstellungsgespräch. Pass mal auf, dann habe ich den Leuten schon gesagt, solltest du morgen nicht spielen, dann fange ich morgen mit Bioshock an. Dann übernehme ich einmal deinen Spot und dann tue ich morgen ab 18 Uhr Bioshock 1 anspielen. Dann wollte ich das immer schon mal anspringen.
habe ich den Leuten hier versprochen, dass ich ja irgendwann mal mit denen hier Bioshock spielen werde. Ja, Bioshock confirmed. Dann nimm du dir die Zeit und bereite dich gut vor aufs Vorstellungsgespräch. Ich kann dir das sagen, man ist natürlich innerlich angespannt, aber ich habe auch schon bei Vorstellungsgesprächen gesessen, und zwar auf der Arbeitgeberseite. Ne, habe mir das mit angeschaut. Das wird gar nicht so heiß gekocht, wie man denkt. Die sitzen da eigentlich tief entspannt. Also man sitzt hier tief entspannt und hört sich einfach erstmal das an, was er zu sagen hat. Klar gibt es ein paar Key-Fragen, aber das meiste ist wirklich tiefenentspannt. Du sitzt da nur und bist super nervös. Also nur mal schon so ein Tipp. Läuft ja schick, und ich werde uns harten Ast morgen abfreuen. Leni, wieso sprichst du, ich werde uns? Das ist tatsächlich sehr lustig. Hey, schau mal. Ich kann dir gleich noch einen netten Tipp geben. Ich gebe dir gleich noch einen Link, Fred. Bist du in Steam online? Den könnte ich dir nämlich dann einmal rüberschicken. Das sind ein paar nette, hilfreiche Tipps, was Bewerbungsgespräche angeht. Warte mal, Fred, 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 Fred. Da ist er. Jo, bist du. Jo, ist okay. Ja, würde mich freuen, wenn du natürlich zuschauen würdest. Wenn ich schon deinen Spot kriege für morgen ausnahmsweise, dann, wenn nicht, dann nicht. Jetzt doch, freue ich mich. Muss ich zwar wieder mehr aufnehmen, aber okay, ist halt so. Ich hoffe, das kriege ich mal bis zum Wochenende halt noch richtig was zu rendern und durchzuarbeiten. YouTube beschwert sich immer. Dann sagt man, nee, ich brauche so lange zum Hochladen. Und ich habe schon 6 Mbit Upload. Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen. Ich weiß eigentlich noch nicht mal, wo du dich bewirbst, aber das können wir ja mal privat besprechen. Ja, war recht lustig. Oh, Bochum. Puh. Naja, meistens ist das Bewerbungsgespräch mehr als zwischen zwei Menschen, hängt aber auch von der Position ab, die du bekommst. Also beim vernünftigen Bewerbungsgespräch ist erstmal A, der Betriebsrat noch mit dabei. Das heißt, eigentlich sind es mindestens drei. Du, der, wer auch immer, und der Betriebsrat. Aber okay, das sieht man dann ja. Ich habe nur 20, 200 ab, 200 down. Ja, Bochum, bist natürlich wieder etwas weiter aus der Welt, Junge, ne? Schade eigentlich, aber okay. Wichtig ist erstmal, dass du einen Job hast. Ja, Ben, ich fange direkt an. Oh, ernsthaft? Dann wollte er mir das jetzt hier andrehen und sagen, hier, Junge, mach mal. Auch das geht ja eigentlich. Jo. Okay. Das macht mir jetzt Sorgen, Ben. Ja, auf jeden Fall. Mach das mal, Fred. Wie gesagt, wenn du morgen schaffst reinzuschauen, würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten könnt ihr gerne morgen schon freudig verkünden. Ich freue mich natürlich immer. Ich finde es super, wenn ihr ein Follow da lasst oder sonstige Sachen, mir auch bei Facebook ein Like da. Finde ich super. Viel wichtiger wäre mir, dass ihr, wenn wir hier einfach ein bisschen größere Gemeinschaft werden wollen, teilt einfach. Würde ich mich super freuen. Mache ich bei den anderen Kollegen auch immer. Ich bin ja letztendlich auch so überhaupt auf Hitbox und Bumbi und die ganzen Leute, und damit meine ich auch euch, gestoßen, indem ich einfach auf einen geteilten Link geklickt habe und gesagt habe, oh, hier, so viele meiner Freunde, die sind da drauf. Tja, seitdem bin ich hier. Würde mich auf jeden Fall, ja, danke schön, Fred. freuen, wenn ihr das dann einfach teilt und sagt, hier, pass auf, wer heute Abend nichts zu tun hat. Das ist mir tatsächlich das Wichtigste. Weil je mehr Leute wir sind, desto mehr Spaß macht es ja auch eigentlich zusammen. Gerade wenn, wie ihr wisst, ich spiele ja gerne mit euch zusammen. Castle Kirsche hätte mich gefreut, wenn wir heute 2-3 gewesen wären. Oder Broforce. Ansonsten bei größeren Runden, hey, überlegt mal, Drawfall oder Quiplash macht dann auch nochmal richtig Bock. Und wie gesagt, ab nächsten Monat habe ich dann ja auch Rocket League. Da kann man auch schöne 3, 2 vs. 2 oder 3 vs. 3 machen. Je nachdem, wie viele wir sind. Das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Ne? Weil einfach nur trocken runterzocken hier, alleine, weiß nicht, macht bei einigen Spielen auch Spaß. Einfach auch, wenn ich die Reaktion hier von euch sehe. Aber am liebsten spiele ich halt mit euch zusammen. Das ist so tatsächlich so mein Ding. Ich meine, alleine spielen. Ja, nett, aber zusammen ist der Reiz doch größer. Sessex, du hast das bestimmt im falschen Hals gekriegt, weil ich alleine spielen gesagt habe, ne? Wird ich fühlen. Ach, du alter Lump. Jo. Ja, habe ich noch was zu sagen? Ich glaube nicht, ich sülze euch schon die ganze Zeit zu. Ich frage mich sowieso, warum ihr noch hier seid. Ich habe gedacht, ich habe euch schon längst komatös gelabert.
Wugler wurde gehostet. Nein, ich wurde gehostet. Ja, Cethrix, übrigens, danke nochmal fürs Spiel. Das nächste Mal werden wir, nächste Woche Dienstag auf jeden Fall, Brothers A Tale of Two Sons anspielen. Dann denke ich mal, kann es sein, ich werde von Ben mir nochmal den Faster Than Light Spielstand anschauen, der da irgendwie alles schon freigeballert hat, ob wir nicht noch eine Runde machen. Und danach geht's weiter mit Castle Crasher oder mit Broforce. Entscheidet euch. Würde mich freuen. Und morgen ist ja jetzt confirmed, geht's bei Bioshock. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Danke fürs Zuschauen. Hat mir viel Freude gemacht. Bis morgen um 18 Uhr. Dankeschön. Na, komm, ja, keine Pause. Was? Jetzt. Ach komm, mach ich auch noch mal ein bisschen Abschiedsmusik, ne? Damit ihr was zum Auschillen habt. Wo haben wir das denn hier? YouTube, wo bist du? YouTube. Ich hab grad Bock auf irgendwas. Wollen wir Geschrebbel? Ja, komm, wir wollen irgendwas Hartes. Was Männliches. Favoriten, wo haben wir sie? Hart und männlich. Und zwar ein... ja, komm, Lala, wo bist du da? Was richtig Hartes und Männliches. Nee, das ist noch nicht hart und männlich genug. Musik? Nein, das hatten wir eben schon. Dann... gibt es jetzt was Männliches, und zwar Twilight of the Thunder God. Und zwar eine Amon Amarth Piano Cover. Ich wünsche euch noch viel Spaß.